bin jetzt übelst verschwitzt von dem ganzen Hoch- und Runterlaufen. Guck mal, dieses wunderschöne Zimmer verlasse ich jetzt. Schon schade, ein bisschen. Ah! Wird unser Besteck aussehen, das haben wir schon ausfindig gemacht. Karl hat seinen Job jetzt wieder aufgegeben und hat wieder angefangen, Möbelpacker zu sein. Go ahead now. Kommt. Voll abgefuckt. Und? Ah, voll gut. Geil, jetzt können wir endlich Sachen zusammenpacken. Hier, genug Kartons haben wir jetzt. Also Karl telefoniert gerade und baut einen Karton zusammen. So ist es gerade ein bisschen chaotisch bei uns. Mal dieses wunderschöne Zimmer verlasse ich jetzt. Diese tollen Treppe. Schon schade ein bisschen. Hier bin ich nämlich aufgewachsen. Oben habe ich geschlafen. Hier unten hatte ich mein Büro. Hier. Die ganze Zeit schon. So, alles vollgepackt bis oben hin. Jetzt kannst du nach München gehen. Oh, telefoniert währenddessen. Business-Termine, ja. Business-Termine. Und hier stresst. Ich bin jetzt übelst verschwitzt von dem ganzen Hoch- und Runterlaufen. Das ist nämlich im ersten und zweiten Stock. Der Karl hat zwischendrin telefoniert. Da mussten wir echt einmal so schön besprechen während des Telefonats, wo wir unser... Was die Kerstin immer gern macht, während dem Telefonat. Ja, weil bei Karl kann es öfters mal so sein, dass die Telefonate 30 Minuten lang dauern und dann brauche ich ja nicht 30 Minuten lang warten und später erst alles umorganisieren. Aber gut, hat bis jetzt alles gut funktioniert, Gott sei Dank, und jetzt kann man sich duschen gehen. Wir haben jetzt übelst verschlafen, wir haben jetzt eine Karl-Schildchen über. Wir sollten jetzt echt mal los. Meine Mama, seit 10 nach 9 ist sie schon vor der Wohnung und wir haben voll verschlafen. Mein Wecker hat einfach nicht geklingelt. Wir müssen jetzt schnell los. Ich hab einen Hausschlüssel auch. Hallo Mama! Schaut mal meine Mama an, wie die sich verändert hat. Mit der Mama gibt es auch ein Body-Update. Mama, die Hose, die schlabbert ja richtig. Auf jeden Fall schauen wir uns jetzt kurz mit der Mama die Wohnung an, damit sie auch weiß, was man da rein kaufen kann und was wir eventuell noch brauchen. Und was... Die Hauptexpert. Ja, genau, was in die Wohnung reinpassen würde. Sprechen, wo was hinkommt. Veganen Kuchen. Sieht voll süß aus. Hier müssen wir nachher, oh, Antikbauernkunst. Das Sofa hier, du wärst begeistert. Begeistert. Auswahl, Auswahl, Auswahl. Ohne Ende. So, nachher auch mal schön vorbeischauen. Hier sieht es richtig cool aus. Keine Ahnung. Wie heißt das jetzt schnell? Bambus. Ah, ja, Bambus. Bambus. Das musst du mal machen. Ich habe ja gar keine Ahnung vom Einrichten, aber meine Mama die. Wird unser Besteck aussehen, das haben wir schon ausfindig gemacht. Das sieht richtig, das richtig ist schön so toll. Aus. Oh. Das ist so toll. Nein, Mama, was hast du gemacht? Tja, beide Diät sollte man das nicht kaufen. Ja, so ist es nämlich, so ist es nämlich. Meine Mama hätte sich das nicht mal kaufen sollen mit Schlagsahne und allem drum und dran. Das ist so hart, aber schade. Schade ums Geld, die 4 Euro. Mhm. Reiswaffel geschwind als kleine Stärkung mit der Mama. Jetzt haben wir uns einen Kauf gefahren. Mhm. Der ist vorgefahren und in der Baustelle hat er so 10 Meter vor der Teilung hat er links rüber gezogen. Konnte ich halt leider nicht folgen. Jetzt haben wir halt einen Umweg von 10 Kilometern gemacht, aber mein Gott, ist halt so. Auf jeden Fall gibt es jetzt fettarme Reiswaffeln. Optimal für die Diät. Einkauf macht hungrig, ich habe übelst Hunger.
Mein Bauch ist schon voll leer. Okay. So, 13,95 € hat das alles gekostet. Nur? Jetzt geht's erstmal los mit Obst und Gemüse, was schneller verdaut werden kann. Die Mama ist noch dabei. Alles so ein Assi, kam gerade wieder Rolli zu meiner Mutter, hat so rumgerollt und meinte so gegen Winkearme. Und meine Mutter so, was hab ich gesagt? Spinnst du? Ich hab keine. Nee, aber ist viel, viel besser geworden, seitdem sie das Workout macht. Viel, viel besser. Ja, sie hat sogar Bizeps bekommen. Wow. Wow. Wir sind jetzt gerade auf Blumensuche noch ein bisschen. Karl hat seinen Job jetzt wieder aufgegeben und hat wieder angefangen, Möbelpacker zu sein. Hey Karl, gelernt ist gelernt, so sieht's gerade aus, hä? Ja. Gelernt ist gelernt. Ein paar Jahre lang gemacht und fühlst dich wohl aber dabei, oder? Ja. Zwangspause. Mama, gerade stehen, gerade laufen, Schultern zurück. Boah, guck mal hier, sie hat schon Muskeln bekommen von den Homeworkouts. Geil. Also manchmal ist es schon ein bisschen verwirrend, welche Sachen man hier so braucht. Weil auf dem Schrank steht 336 € und hier steht jetzt alles zusammen 419 € und irgendwas verwirrt mich daran. Ist das alles? Nee, der vordere gehört ins O. Übelst viel. Schränke, 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 Blumen, Fächer, Teppich und noch ein paar Sachen. Oh, ein halb volles Auto jetzt noch. Leider einladen. Wer hat's zusammengepackt? Eine Blondine. Ist nicht so meine Stärke. Nach dem Motto, wie packt man möglichst ungeschickt alles rein. Also jetzt geht's los. Wir müssen jetzt fahren wie auf rohen Eiern. Das habe ich früher ganz gut geübt mit meinem Pferd. Ich sag's euch, wenn ihr einem Karl S. folgen sollt und der auf euch warten soll, das funktioniert nicht. Weil der so viel aufs Gaspedal drückt, viel zu viel. Wir haben ihn vorhin schon einmal verloren. So, den Karl, den haben wir verloren und der ist jetzt in der Bäckerei. Hat er gerade angerufen. Und wir fangen jetzt schon mal an, das Auto auszupacken. Hausschlüssel ist hier. Und los geht's. Ach, und falls ihr euch jetzt fragt, ob das ein anderer Tag ist. Nein, das ist immer noch derselbe Tag. Ich wollte bloß schauen, ob mein Freund checkt, dass ich ihn umgezogen habe. Weil meine Oma hat mir nämlich dieses süße Teil mitgeschickt. Und jetzt schauen wir mal, ob er es checkt. Wir müssen auf jeden Fall ganz weit links gehen. Ja, weiter. Komm. Noch ein Teil. Und das war ungefähr das Schlimmste.